Und herzlich willkommen zurück zum großen Cuphead-Finale. Ja, wir sind im Casino angekommen. King Dice ist jetzt unser Gegner. Und danach haben wir noch den Teufel. Erst Controller wieder aktivieren. Ach, der ist schon drin diesmal. Schön. Okay. Wieso auch immer. Ja, 90% haben wir. Ich hätte es auch gerne auf 100% voll. Ich glaube, da fehlen uns aber noch ein paar Münzen für. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um das Casino und King Dice. So, zwei Münzen haben wir noch. Aber das reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen noch acht, oder? Wir haben noch einmal den letzten Hitpoint für fünf Münzen müssen wir kaufen. Und ich glaube, noch eine andere Attacke. Da brauchen wir drei Münzen. So, wir probieren es dann direkt wieder mal mit der 2. Das war, glaube ich, ganz gut. Die Stapelchips. Ja, gut, direkt getroffen, sehr schön. Dann versuchen wir mal wieder so wenig Hitpoints wie möglich zu verlieren. Die Waffe ist hier, glaube ich, ganz gut, weil wir müssen ihn genau im Gesicht treffen. Das ist mit den anderen Waffen nicht so einfach, da muss ich so viel rumspringen. Ui. Gut, diesmal habe ich auf den unteren geachtet. Nein! Ich habe einen Hitpoint verloren. Geh kaputt. Ja, so ist es am einfachsten, wenn er sich nur einmal teilt. Okay, einen Hitpoint verloren. Probiere ich mal damit weiterzukommen. Jetzt wäre eine 1, 2, 3 ganz gut oder mit einer 2 können wir auch noch leben. Yes, eine 3, sehr schön. Und wir kommen noch ein Herzchen dazu. Das ist auch sehr gut. Das müssten jetzt die Dominosteine hier sein. Ja, sehr gut. Hauptsache, das fährt nicht nochmal. Das gefällt mir echt gar nicht. Nö, 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 nö. Ach gut. Ach, meine Superwaffe ist voll. Aber das ist sehr riskant hier. Man weiß nie, wo man landet. Nö, 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 nö. So. Das kann ich leider nicht wegparieren, das blaue Ding. Nein, 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 nein. Das Orangene nehme ich auch nicht. Ich muss mich so auf die Zacken hier unten konzentrieren. Yes! Gut, das lief auch schon mal ganz gut. 4 Hitpoints haben wir noch. Ja, mit den Würfeln, das ist einfach so eine Sache. 1, 2, 3. Ja, jetzt brauchen wir die 3. Yes, auch eine 3, sehr gut. Und jetzt brauchen wir eine 1, 2. Die 8 wollen wir haben. Nein. Ich wollte doch die 8 haben. Das ist jetzt ein Fluglevel wieder. Das müsste der Affe sein, ne? Fuck it, ich kann mir gar nicht so schnell alles merken. Oh. Ich habe mir nur eine Sache gemerkt. Das ist nicht so gut. Wow. Und wie kommt er mir heute so langsam vor? Ja, ich kann ihn leider nicht von hinten treffen, nur von vorne. Geh kaputt, Affe! Wieso dauert der denn so lange? Das müssen wir doch, meine ich, auch mehrere Male machen. Immer wenn wir so ein. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen Teile waren. Wirklich gar nicht. So, Würfel, Wappen, Tassen, Zucker, Salzstreuer, keine Ahnung, Würfel. Waren das die Würfel? Nein, das waren nicht die Würfel. Nein, Tassen. Oh mein Gott. Ich und mir Sachen merken, das weiß ich, aber das war hier oben. So. Und das andere habe ich schon wieder alles vergessen. Man kriegt zu schnell Panik hier. Ui, jetzt ist er aber verdammt schnell schon. Ich glaube, der wird immer schneller, je mehr ich falsch mache. Ich hätte gedacht, das hebt sich nach einer Zeit wieder auf, aber. Nein, 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 nein. Oh je, Mine. Der hat gleich Vollspeed, der Affe. Ich weiß das jetzt schon.
Das Wappen, das war hier oben. Ah, ja, gut, da habe ich schon mal wieder was getroffen. Auch noch so Denkaufgaben. Man hat hier schon genug Stress mit dem ganzen Scheiß. Und dann muss man sich ja noch die ganzen Sachen merken. Das ist nicht so schön. Das ist aber wieder ein bisschen langsamer, oder? Gut. Gucken wir mal, was hier unten rechts ist. Würfel. Würfel waren... Waren hier Würfel? Nein, die Tasten. Oh Gott, ich mach's immer wieder falsch. Hier waren Würfel. So. Okay, Linkstasten, Linkstasten. Das muss ich mir merken. Ich weiß nicht, ob die Superattacke uns hier großartig hilft. Ich glaube, ich spare mir die lieber, wenn ich denn gleich weiterkomme. Dummer, dummer Affe. Nein! So. Nein. So. Würfel. Na, 50-50 Chance. Keine Ahnung. Gut. Das letzte sind die Tasten. Jetzt muss ich mir zumindest nicht mehr so viel merken. Ich muss nur gucken, dass ich nicht so viel getroffen werde. Oder gar nicht. Ein Hitpoint verlieren ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ach, geh kaputt. Danke. So. Weh! Affe, dreh nicht durch hier. So. Jetzt nur noch kaputt kriegen. Irgendwie. Ich weiß, wenn ich klein mache... Mit 4 Hitpoints! Yes! Boah, jetzt kommt der Schlimmste. Von wo kommt er? Von rechts oder von links? Achso, ich muss erst noch würfeln. 1, 2, 3. Ja! Von wo kommt seine Hand? Von da. Fuck it! Geh kaputt, Mann! Von wo kommt seine Hand? Ich sehe seine Hand nicht. Von da. Ich schaff's einfach nicht so viel zu parieren, Mann. Und jetzt kommt seine Hand von da. Nee. Das wird nix. Ich krieg das mit dem Parieren heute nicht hin. Ich weiß nicht, was los ist bei mir. Gut. Geh kaputt, Junge. Ich hab grad die Superattacke. Wollte ich gerade machen. Zack! Und das Ganze nochmal. So, 2 wieder. Zumindest klappt es mit den Würfeln dann so einigermaßen. Stapelchips. Concentration, was macht er? Ah, das geht. Da muss ich einfach nur in der Mitte teilen, das wäre am einfachsten wieder. Okay, das geht auch. Mag das noch nicht, wenn er sich so oft teilt. Ja, so. Das mag ich nicht. Ja, 2-mal maximal geht er, glaube ich, noch hin und her. Da müsste er kaputt sein. So, jetzt vielleicht noch einmal. Oh, kein Mal. Gut. 4 Hitpoints. Sehr nice. Nice, nice, nice. Jetzt brauchen wir eine 1, 2 oder eine 3. Können wir auch direkt probieren. Okay. Ich hasse es. Das ist die Zahl, die ich gerade nicht wollte. Wir haben zwar jetzt 5 Hitpoints, aber natürlich einen Gegner mehr. Das macht nicht wirklich Spaß. Superwaffe ist auch noch nicht voll. Ah, die blöden Kugeln hier. Ach ja, 3 Stück ist auch gut. Macht auch vielleicht noch 4 Kugeln. Super Waffe. Voll, voll, voll. Bitte wird voll. Ja, aber wann benutze ich die? Jetzt ist ja auch kacke. Das knall ich garantiert in so ein gelben Ding rein. Komm, schnell machen. Oh, hoffentlich trifft ihn das jetzt auch. Der war noch nicht wieder komplett gespawnt. Ich hoffe, es reicht. Concentration.
Ja, ich glaube, das zählte nicht, weil sonst müsste der eigentlich schon kaputt sein. Nö, 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 nö. Ich muss ja auch auf die Zigaretten hier in der Mitte aufpassen. Die dürfen mich auch nicht berühren. Nö, nö! Ein Hitpoint noch verballert zum Schluss. Mist! So, eine 1 oder eine 2. Zwei ist okay. Das müssten dann wieder die Dominosteine sein, ne? Ja. Jo, immerhin 4 Hitpoints. Aber halt ein Level umsonst gemacht. Und hier hätte ich eigentlich auch gerne meine Superwaffe voll. Yay. Ist sie voll? Nein. Ah, man muss sich auf alles konzentrieren hier. Oh, und nicht in die Zacken fallen. Danke. Und nicht gegen den Stein fallen. Danke. Und überhaupt nirgendwo gegen fallen. Boah. Das war ja ultra mega knapp. Yes. Das lief auch gut. Jetzt brauchen wir wieder eine. 1, 2, 3. Okay. Auch sehr gut. Und eine 2. Und dann würden wir sogar noch einen Hitpoint kriegen. Ja! Jetzt darf ich nur nicht die blöde Kugel verkacken. Wisst ihr was? Machen wir mal so. Nur für den Anfang. Okay, das war schon mit dem Anfang. Länger müssen wir es nicht machen. Oh. So. Wieder hier auf ihn konzentrieren. Concentration, Concentration. Nein, nein, nein. Oh, was mache ich denn da für einen Quatsch? Ich will es ja spannend machen, aber nicht so spannend. So, komm, geh kaputt. 8. Superwaffe ist voll, aber die möchte ich eigentlich nicht für ihn verschwenden. Ja, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil die brauchen wir auf jeden Fall für unseren King Dice. King Dice hört sich cooler an. Ich weiß ja, er ist King Dice. 1, 2, 3. Ja! Was? Oh nein, ich habe falsch gezählt. Nein. Okay, nur keine 1. 1, 2, 3. Das ist total egal, was wir würfeln. Aber vielleicht. Gucken wir mal, dass wir eine 2 kriegen, damit wir schneller vorankommen. 1, 2, 3. Jetzt zähle ich nicht falsch. Gut. 1, 2. Gut. 1, 2, 3. Ja, nur keine 1. So, jetzt ist eigentlich egal, was wir würfeln, ne? Eine 2 wäre gut. Das ist egal. Eine 1 wäre gut jetzt. Ich hätte gar keinen Bock mehr zu würfeln, der weiß gar nicht, was los ist. Und los geht's. Wir machen gleich direkt die Superwaffe, wenn ich ein paar Mal pariert habe. Ich verstehe nicht, wieso das nicht klappt mit dem Parieren. Ich drücke wirklich immer. Drück, 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 drück. Gut. Andere Seite wieder. Drück. Gut, jetzt klappt es wieder ein bisschen. Och, ich mag nicht mehr. Boah, ich bin voll der Parierkönig gerade. Parierkönigin. Ja!
Leute, mit 4 Hitpoints. Errungenschaft freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich mit 4 Hitpoints kaputt gekriegt habe. Ich muss was trinken. Nee. Das ist wieder super gelaufen. Boah, aber Zeit. Ach ja, weil ich so viel gewürfelt habe und nochmal zurück musste. Boah, sonst wäre es, glaube ich, ein echt guter Rang geworden. Und trotzdem A. Wer hat schon King Dice auf A besiegt? In über 6 Minuten allerdings. Yay! So, jetzt fehlt uns noch der Teufel. Allerdings möchte ich nochmal, ich möchte das gerne auf 100% haben. Daher möchte ich gerne die Münzen sammeln. Da das, glaube ich, was dauert, schneide ich das mal so, dass ihr nur seht, wo die Münzen sind. Da haben wir noch eine Münze versteckt. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 3 Münzen. Uns fehlen aber immer noch einige. Ich suche weiter. Ich habe hier noch in der ersten Welt ein Run-and-Gun-Level gefunden, wo uns eine Münze zum Schluss fehlt. Das mache ich nochmal. Mal gucken, ob ich euch nur den Schluss zeige oder ob ihr nochmal das Level seht. Das kommt auch an, wie viel Zeit wir noch haben. So, die Stelle mit der Münze müsste gleich kommen. Ich habe leider nur 2 Hitpoints, wie ihr seht. Ich hoffe, es klappt. Da ist die Münze. Gut, jetzt muss ich nur noch den Boss am Ende wieder besiegen. Meine Superwaffe ist noch nicht voll. Ja, kann ich nichts gegen machen. Ja, ich muss nur noch das Level schaffen. Nur noch. Nein, der Boomerang geht nicht. Fuck it. Meine Superwaffe geht einfach nicht voll. Und er macht genau die Biene kaputt. Da. Boah. Das war krass. Aber wir haben die letzte Münze. Jetzt muss ich nur noch hier rüberkommen. Bravo. So, vielleicht haben wir hier noch eine Münze. Ja, genau. Ich meine nämlich auch, der hätte eine gehabt. Manchmal kommen die aber auch erst, nachdem man die Level geschafft hat. Daher haben wir den hier wahrscheinlich noch nicht gefunden. Und er hat auch noch eine Münze für uns. Sehr gut. Oder sie ist es. Das ist, glaube ich, kein er. Nein. Hier haben wir alle. So, ich habe hier in der dritten Welt noch ein Level gefunden. Ein Run and Gun. Wo wir die Münze noch brauchen. Ich glaube... Ja, die war relativ zum Schluss. Ich meine, die war auch ganz zum Schluss. So, und hier ist das schöne, brutale Ende des Levels. Ich darf nur nicht sterben und muss die Münze holen. Concentration, da ist die Münze. Fuck, jetzt muss ich so lange warten. So, Münze ist da. Nur nicht sterben, nur nicht sterben. Mehr will ich ja gar nicht. Ich sehe es ja schon immer, wenn ich irgendwie getroffen werde. Da ist das Ende. Und ich habe noch 2 Punkte. Wow, wäre ich fast noch da reingedasht. Aber da haben wir die Münze auch. Sehr schön. So, dadurch habe ich jetzt 7 Münzen. Die 8. finde ich leider gerade nicht. Ich habe schon überall geschaut. Da müsste ich mal im Internet nachgucken. Ich weiß wirklich nicht, wo die ist. Aber da wir jetzt 7 Münzen haben, gehen wir einmal in den Shop. Und holen uns den 8. Hitpoint für den... Ach, den 8. Ach, da wäre schön. Den 5. Hitpoint für den Teufel. Jetzt haben wir nämlich nur noch 2 Münzen. Das kostet leider 3. Ich schaue da aber, glaube ich, mal im Internet nach, wo die letzte Münze war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und wir gehen jetzt zum Teufel. Zum großen Cuphead-Finale. Auf normal. Ich weiß gar nicht, ob man den Teufel auch noch... Ich glaube, das Casino kann man gar nicht auf Expert spielen, oder? Man ist ja direkt drin. Bei den anderen Leveln kann man immer aussuchen zwischen leicht und normal. Hier kann man es... Ne, hier kann man auch nur normal machen. Aber ich glaube, den könnte man dann auf schwer spielen, wenn man dann möchte.
So, er möchte, dass wir ihm die Seelenverträge aushändigen. Wir können auch Ja sagen. Das machen wir nicht. Wir sagen Nein. Wir wollen ja noch kämpfen gegen ihn. So, ein bisschen angepisst, aber damit müssen wir leben. Ich glaube, hier die Zweitwaffe Lobber wäre auch nicht so verkehrt. Mal schauen. Das könnte jetzt einige Versuche dauern. Ach nö, ich habe den 5. Hitpoint nicht ausgerüstet. Das machen wir nochmal anders, sorry. Ach, ich vergesse das immer wieder. Ich denke immer, wenn wir es gekauft haben, haben wir es auch. Aber wir müssen es natürlich auch ausrüsten. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier die Lobberwaffe als die Zweitwaffe. Ich weiß nicht, wie sehr uns das hilft. Und hier, tada, 5. Hitpoint. Natürlich ist unsere Power, unsere Attacken jetzt schwächer. Aber ich denke, der 5. Hitpoint wird uns helfen. Ich hoffe es. So. No. Achso, ich weiß gar nicht, was er macht, ehrlich gesagt. Mehr. Ich weiß nur, ich habe sehr lange dran gesessen. Ich fand den auch schlimmer als das Casino, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wieso. Der Spinnenkopf attackiert uns. Und die Teufelchen, die immer von rechts nach links wuseln, die müssen wir auch beachten. Boah, das habe ich immer gehasst. Da ist so Timing das absolute A und O. Was macht er jetzt? Ach, ich wollte doch parieren. Ja, 5 Hitpoints, schön und gut. Aber er trifft mich trotzdem gut. Meine Attacke ist voll. Ja, benutzen wir die jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach, ist das fies, wenn von der Ecke dann ein kleiner Teufel kommt. Wir benutzen den mal. Ich weiß nicht, wie lange er noch braucht, bis wir in die nächste Phase kommen. Wenn wir da überhaupt reinkommen. Ja, wir kommen da rein. Aber ich habe nur noch einen Hitpoint. Oder vielleicht ist hier die Boomerang-Waffe gut. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir hier treffen müssen alles. Ja, hier geht's gut ab. Ich sehe es wieder. Die Axt, die blöde Axt. Mehr weg, Axt. Oh nö, die Bombe kommt natürlich genau nach uns. Ach, die können wir wegparieren. Sehr gut. Brauche ich ja gar keine Angst mehr davor haben. Und dann das Hackebeil. Gleich ist unsere Superwaffe voll. Die benutzen wir auch direkt mal. Kabusch. Nächste Phase. Was kam nun? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie gar nichts. Ja, doch. Hat er noch 2 Kollegen mitgebracht. Die kotzen gerne Totenköpfe. Naja, ich bin zumindest beim ersten Versuch schon weit gekommen. Probieren wir es nochmal. So, wir werden als Zweitwaffe erstmal die Boomerang-Waffe ausrüsten. Bitte lass es mit dieser Waffe etwas schneller gehen. Ich würde gerne mal mit 5 Hitpoints die erste Phase überleben. Ach Mann, einen Ticken zu früh gesprungen. Muss ich natürlich auch mal mehr treffen. Kommt der Schlangenkopf von welcher Seite? Komm, super Attacke. Geh in die zweite Phase, blöder Teufel. Danke. So. Auf geht's tiefer in die Hölle. Wow, war das knapp. Das war jetzt mega Glück, dass ich da pariert habe.
So. Komm, geh in die nächste Phase, blöder Teufel. Danke. Und direkt Superattacke, Arschlecken. Oh, ich muss mir mal merken, wann die Stapelchips wo runtergekommen sind. Das wird es wahrscheinlich etwas einfacher machen. Kann ich euch da oben abschießen eigentlich? Nicht weinen, Teufel. Ah, komm noch, eine Phase, Mann. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn treffen muss. Die Augen. Super Attacke, geh kaputt. Los! Ja, der ist doch nicht. Endlich! Yes! Da haben wir ihn kaputt gekriegt. Und noch 2 Hitpoints übrig. Mein Gott. Da habe ich jetzt. Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, 7 Versuche oder so gebraucht. Ich schneide euch das auf 2 runter. Eieieiei. Puh, Rang A. Aber ja. Ne, 6 Versuche habe ich gebraucht. 6. 6 habe ich gebraucht. Ich weiß nicht, wieso der so schwer für mich ist. Aber jetzt genießen wir mal den Abspann. Ja, das war's mit Cuphead. Alle sind wieder lieb geworden, die vorher böse waren, haben wir gerade gesehen. Aber wir sind fröhlich und glücklich. Ja, ich finde das Spiel mega toll. Ich weiß nicht, wieso es mir so angetan hat, aber es ist echt super. Es ist ultra schwer. Der erste Durchgang war echt am schwierigsten. Jetzt ging es ein bisschen, obwohl der Teufel, der war auch wieder verdammt schwer. Ich weiß nicht wieso. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Folgen auf Extreme machen. Also schaut auf jeden Fall da nochmal rein. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr zugeschaut habt. Und sagt dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao!